Eintracht Norderstedt gegen den Lüneburger SK und damit herzlich willkommen zum 5. Spieltag der Regionalliga Nord. Es ist eine ganz besondere Partie für Lüneburgs Keeper Ole Springer. Er ja mit Norderstedt-Vergangenheit kehrt heute mit dem LSK an alte Wirkungsstätte zurück. Die Eintracht ist diese Saison noch ungeschlagen. Bei einem Sieg winkt der zweite Tabellenplatz. Der Sportclub in den weißen Trikots hingegen momentan nicht so gut drauf, hat die letzten 3 Spiele verloren. Rein in die Partie. Die Elf von Dirk Heine will gleich ein erstes Zeichen setzen. Deran Toksöz probiert's, aber für Springer zählt das eher noch zur Kategorie Warmmachen. Kurz darauf, der LSK fährt einen Konter. Rose hat schon mal einen besseren Start erwischt, legt den Ball für Kunze vor und da ist Krottke. Erste richtig gute Gelegenheit. Kevin Krottke will es aber zu genau machen. Über die rechte Seite geht heute viel bei Norderstedt. Das ist Jaja Kunert. Der wird unfair gebremst. Freistoß, die richtige Entscheidung von Schiedsrichter Hippel. Koch und Rose stehen bereit. Rose macht's und das ist gar nicht mal so schlecht. Hier fehlt nicht viel. Die Anfangsphase der Partie sehr unterhaltsam. Dann verflacht die Partie etwas. Es bedarf eines Eckstoßes für Lüneburg, um wieder für Gefahr zu sorgen. Der Ball kommt rein und geht rein, sagen zumindest die Lüneburger. Schiedsrichter Hippel sieht das allerdings anders. Keine Tore im ersten Abschnitt. Wir springen in Hälfte 2. Philipp Koch mit guter Übersicht. Jaja Kunert setzt sich da stark durch. Sieht in der Mitte Veselinovic. Norderstedts Neuzugang ist eine echte Bereicherung für die Offensive, auch wenn er hier noch ein gutes Stück vom Tor entfernt ist. Die Gäste versuchen sich wieder im Spiel nach vorne. Die Flanke verfehlt ihr Ziel, die Situation aber noch nicht bereinigt. Da ist Fobeda! Höcker reagiert glänzend, hat den Ball im Nachgreifen. Die Eintracht nun mit mehr Ballbesitz, versucht das Spielgeschehen immer mehr an sich zu reißen. Toksöz macht das stark, überragender Ball auf Sinisa Veselinovic, der bleibt cool und macht das 1-0. Der Führungstreffer für die Eintracht und der ist mittlerweile wirklich verdient. Sinisa Veselinovic, im Sommer vom SC Verl zurückgekehrt. Der 26-jährige Hamburger hat schon für Bergedorf und Kurslack Neuengamme gespielt. Jetzt seine zweite Amtszeit in Norderstedt, die Fans dürfte es freuen. Und die dürfen gleich nochmal jubeln. Keine 3 Minuten später. Eckball, Philipp Koch, Marin Mandic steht goldrichtig, 2-0. Doppelschlag Eintracht Norderstedt. Der Kapitän macht's. Die späte kalte Dusche für die Gäste, die in Hälfte 2 mehr und mehr das Spielgeschehen dem Gastgeber überlassen haben. Mandic sagt Danke, erzielt seinen ersten Saisontreffer. Norderstedt hat noch nicht genug, will jetzt den Todesstoß. Kummerfeld mit dem Auge für Veselinovic. Ganz lässiger Abschluss, aber der dritte Treffer bleibt aus. Mittlerweile sind wir schon in der Nachspielzeit. Lüneburg braucht ein Wunder, wenn sie hier Zielbares mitnehmen möchten. Mustafa Sasai mit dem Mut der Verzweiflung. Das Tor bleibt den Gästen aber verwehrt. Eintracht Norderstedt gewinnt nach einer starken zweiten Hälfte verdient gegen den LSK. Für die Lüneburger um Keeper Ole Springer geht die Niederlagenmisere weiter. Die Eintracht hingegen klettert auf Rang 2 und schielt auf die Tabellenführung.